Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Red Dead Redemption 2. Es geht wieder um unendlich Gold für alle. Und zwar nach Patch 1.03, sprich nachdem der Online-Modus gekommen ist, gibt es für euch eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen, unendlich Geld zu verdienen. Und das Schöne ist, ihr könnt das Ganze auch mit John machen. Daher auch vorher die Warnung mit den Story-Spoilern. Also ihr könnt auch John nutzen. Das Problem ist, das Pferd. Ihr könnt nicht irgendeins von der Weide nehmen. Das Pferd muss euch gehören. Also ihr könnt es natürlich von der Weide nehmen, in Stall reiten, Sattel drauf machen, es zu eurem Pferd machen und dann verkaufen. Der Einfachheit halber mache ich das hier so, dass ich hier Missouri Foxtrotter kaufe. In meinen Augen sowieso das beste Pferd im Spiel. Gut, wie gesagt, wenn man unterwegs ist mit John, dann muss man natürlich dafür erstmal die Kohle beisammen haben. Oder da hilft es dann vielleicht dann doch auch, ja, einen der anderen Pferdeglitches zu nutzen, um sich ein eigenes gutes Pferd zu besorgen. Sollte auf jeden Fall funktionieren, wenn ihr das Pferd halt, wie gesagt, sonst woher her habt und dann, ja, anschließend einfach es zu eurem Pferd macht. Ich habe es jetzt hier mit dem Gekauften gemacht. Ich hatte ja auch gar nicht so jetzt die Riesenmöge, ja, da loszureiten, weil wenn man erstmal nur so einen Kentucky Settler oder sowas hat, dann kriegt ihr hier beim Pferdeheder, darum geht es nämlich, man gerade 4,50 $ und das lohnt sich nicht wirklich dann. Daher sollte das Pferd auf jeden Fall so wertvoll wie möglich sein. Das sollte also Grundvoraussetzung sein, dass ihr ein relativ wertvolles Pferd habt. Ihr könnt euch natürlich was, was ich auch so klein nach oben frühstücken, so nenne ich es einfach mal, indem ihr halt ja mit kleinen Pferden anfangt und dann große Pferde nehmt. Weil wir werden jetzt dieses Pferd hier unendlich oft an den Pferdehehler verkaufen. Das ist hier der Trick an der ganzen Geschichte. Also beim Pferdehehler euer Pferd immer wieder zu verkaufen. Ich zeige euch gleich hier nochmal auf der Map, wo das Ganze ganz genau stattfindet. Falls ihr es noch nicht kennt, ich denke, ihr müsst ihn auf alle Fälle storymäßig entdeckt haben. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich ihn halt leider auf all meinen Spielständen bereits entdeckt habe. Oder aber so weit weg davon bin, dass ich das auf die Schnelle nicht austesten konnte. Ich denke nicht, dass es funktionieren wird, einfach an die Stelle zu reiten und ihn zu entdecken. Denn auch der Wagenhehler hat ja eine Quest benötigt. Und ganz genauso denke ich, dass auch der Pferdehehler die Quest, die es dafür gibt, benötigt, bevor er freigeschaltet ist für euch. Also dementsprechend funktioniert dieser Glitch nur, wenn ihr den Pferdehehler habt. Nicht vorher, aber das Schöne ist, wie gesagt, dafür auch im Nachhinein, auch wenn ihr schon durchs Spiel durch seid, wenn ihr im Epilog seid, dann könnt ihr diesen Glitch nutzen. So, und hier nochmal der Blick auf die Karte, wo das Ganze stattfindet. Und wie gesagt, wenn ihr dort keinen Pferdehehler eingetragen habt, dann könnt ihr den Glitch wahrscheinlich, ich zu 99,9% aus, nicht nutzen. So, hier angekommen am Pferdeheder beginnt jetzt die Magie. So nenne ich es einfach mal. Wir reiten hier vorne in die Ecke hin, weil wir müssen relativ nah dranbleiben am Pferdeheder. Und dort schlagen wir unser Lager auf. So, sobald wir dann hier unser Lager aufgeschlagen haben, werden wir erstmal schlafen. Da könnt ihr einfach die kürzeste Variante nehmen, die euch angeboten wird. Da ist es jetzt egal, ob ihr 3 Stunden habt bis Mittag oder 6 Stunden bis Abend, wie ich hier eben gerade. Das ist ganz egal. Ihr legt euch also als allererstes schlafen hier ganz in der Nähe vom Hehler. So, dann kommt jetzt das nächste Wichtige, was ihr beachten müsst. Wir speichern. Und zwar auf einem neuen Spielstand, auf einem neuen Speicherslot. Wenn ihr da keinen mehr zur Verfügung habt, löscht einfach ein und sagt dann neu speichern. Und ganz wichtig auch, automatisches Speichern in den Optionen müsst ihr ausgeschaltet haben. Automatisches Speichern, ganz, ganz wichtig, in den Einstellungen unter Allgemein ausschalten. So, nach dem Speichern verlassen wir das Spiel. Gehen also wieder hier raus, bis wir vorne auf dem Startscreen sind und dort drücken wir dann einfach wieder Story. Also ganz normal einfach den Spielstand, den wir eben gerade erstellt haben, nochmal neu laden lassen. So, nach dem kurzen Ladescreen, ich habe den hier ein klein wenig abgekürzt, tauchen wir also wieder hier an unserem Lager auf. Und jetzt auch ganz wichtig, das Lager nicht abbauen. Nicht das Lager abbauen. Jetzt setzen wir uns auf unser Hoppity Hopp, auf unser Pferdchen und werden das hier vorne verkaufen. Das Pferd reitet hier gerade extra langsam, damit wir hier nicht auf die Idee kommen, vorbeizureiten. So, noch einen Schritt müssen wir ran. Verkaufen für $76, bitte. So, die ersten $76 sind damit in unserer Tasche angekommen. Denn, passt auf, was gleich passiert.
So, der Kollege holt das Pferd ab. Und ihr seht es schon auf der Minimap, dort ist unser Pferd wieder. Dort ist das Pferd wieder vorhanden und wir können wieder direkt hinreiten und das Pferd sofort wieder verkaufen. Gut, das sind hier definitiv keine 15.000 Dollar in 2 Minuten, aber 76 Dollar, ja, alle paar Sekunden, ist auch in meinen Augen ein sehr, sehr guter Deal. Also deswegen Missouri Foxtrotter war das hier bei mir, der halt die 76 Dollar bringt. Habt ihr halt andere Pferde, sind die entweder mehr oder weniger wert, weil normalerweise zahlt der Hehler ja für gestohlene Pferde mehr. Da ihr diese Pferde aber unbedingt zu eurem eigenen machen müsst, glaube ich nicht, dass es sich da jetzt lohnt, irgendwie irgendwelche Gäule, ja, illegal zu erwerben, dann zu eurem eigenen zu machen und dann hier zu verkaufen. Da glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt ja sich finanziell rentiert. Wenn ihr also genug Kohle auf dem Konto habt, dann holt euch eine Foxtrotter. Ansonsten spart halt einfach mit einem kleinen Pferd. Ihr seht, das geht wirklich sehr, sehr schnell hier. Das Verkaufen und Kaufen ist schon sehr, sehr flott. Natürlich, wenn ihr dann nur 4,50 Dollar pro Pferd bekommt oder sowas, dann dauert das eine Weile, bis ihr euch halt einen Foxtrotter leisten könnt und euch dann halt, ja, mit dem Foxtrotter hier reich macht oder halt, ja, schon das nächste Pferd kauft, was dann halt nochmal ein kleines bisschen besser ist. Wie gesagt, ich hatte es beim ersten Mal mit dem Kentucky Settler probiert gehabt. Das waren, glaube ich, die besagten 4,50, habe den auch nicht zu meinem Pferd gemacht. Ja, und dann stand ich hier ohne Pferd. Also das funktioniert nicht. Deswegen ganz, ganz wichtig, mit einem wertvollen Pferd hier anzukommen und dann halt, ja, das Pferdchen immer wieder zu verkaufen. Und ich sag mal, dafür, dass das Ganze halt auch mit John funktioniert, dafür, dass das Ganze halt nach Patch 1.03 funktioniert, ist das natürlich eine gute Sache. Ich habe dazu ein Video gefunden gehabt auf einem englischen Kanal. Leider war es irgendwie unterwegs und auch nicht mehr in meinem Verlauf drin. Sonst hätte ich jetzt auch nochmal gesagt, wo es herkam, aber null Ahnung, wie das Ding hieß. Und deswegen, aber ich denke mal, eine deutsche Version ist davon auch immer sehr, sehr angebracht. Und gerade da ja auch schon unter dem letzten Video, was ich ja extra spät gebracht hatte, ja schon viele Kommentare waren. Ja, gibt es denn einen funktionierenden mit John? Ja, den gibt es. Und zwar diesen hier. Ja, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier einfach weiter kein neues Video. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.